sage ich denn jetzt? Okay. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du wieder mit dabei bist. An dem Abschluss unseres ersten Steberabends. Ich hoffe, euer Zelt steht auch schon. Ich habe meins ja heute Vormittag schon aufgebaut. Zumindest habt ihr es heute Vormittag gesehen. Ich frage mich die ganze Zeit, was meine Nachbarn hier denken über mich, wenn ich hier draußen jetzt übernachte mit jedem Zelt im Garten. Aber ist völlig egal. Das gehört zu Steber dazu. Einmal Pfadfinder, immer Pfadfinder. Also ziehen wir das Ganze durch. Ich habe übrigens eine Nachricht bekommen von, oder wir alle, von unserem Ruben, unserem Jugendabteilungsleiter aus dem STV. Ruben Gregor hat uns eine Nachricht geschickt und bei ihm ist es momentan nicht so schön wie bei uns. Also momentan scheint noch die Sonne, es ist gut. Ja. Schauen wir mal, wie es gerade bei ihm ausschaut. Es regnet, Leute. Kaum steht das Zelt und schon fängt es an zu regnen. Wir grüßen euch und wünschen euch alles Gute. Hier, haut rein. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Tschüss. Also erstmal ganz liebe Grüße an dich, Ruben. Ganz liebe Grüße auch an die ganzen Pfadfinder aus Baden-Württemberg, die jetzt auch zeitgleich eine Stewa hätten. Also alles Gute euch und viel Spaß bei eurer Stewa zu Hause. Der Ruben übrigens, den werdet ihr morgen nochmal sehen können um 14.30 Uhr. Da wird er mein Interviewpartner sein, der wird in meinem Studio sein. Und dann werden wir ein paar spannende und interessante Themen miteinander diskutieren. Ihr seid da herzlich eingeladen dazu. Ja, bevor ich jetzt zur Andacht komme und den Tag abschließe, nochmal ein paar Bilder und ein paar Eindrücke aus dem, was heute so gelaufen ist. Und zwar haben wir schon die ersten Bilder und Videoclips auch zugeschickt bekommen. Und ich möchte mal beginnen mit dem ersten Bild. Dieses Bild, das ist ein Bild vom Andi. Und Andi lässt sich mit seiner Gitarre am Lagerfeuer mal so richtig gut gehen, mit seiner Familie. Ein sehr schönes Bild. Ein zweites Bild, was wir bekommen haben, das kommt von der Mareili. Und Mareili hat dazu sogar noch ein kleines Video gedreht. Und da muss ich gar nicht viel dazu sagen. Film ab. Die letzten Jahre auf der Wanderung musste ich leider mein Kuscheltier immer in den Rucksack stecken. Und es war klein. Dieses Jahr kann ich mein Mäulchen einfach draußen lassen. Und mein Masopilami, der riesig ist, mit ins Zelt nehmen. 2020 ist super. Also das war ein mega süßes Video. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich hoffe, wir sehen noch viel mehr von solchen Videoclips und auch von anderen Fotos. Und ein letztes möchte ich euch zeigen vom Tim. Tim hat auch ein sehr süßes Video gedreht. Und zwar hat er sich die Frage gestellt, wie kann man denn auf dieser Stewa zu Hause so richtig ein Stewa-Feeling bekommen. Und er hatte eine richtig, richtig gute Idee. Und das hat er verpackt in ein kurzes Video und das möchte ich euch auch mal kurz zeigen. Ja, liebe Pfadfinder, ich zeige euch mal heute, was einen richtig guten Pfadfinder ausmacht. Und das ist natürlich gerade zu Beginn der Stewa wichtig. Ja, das ist natürlich die Kluft. Ne? Die ist ja wichtig, die haben wir immer an. Aber so richtig passt das noch nicht. Das Wichtigste an der Sache ist, ihr nehmt diesen Thujenheckenschnitt. Die Thujenhecke, die hat, das kennt ihr sicher, jeder, der das schon mal so zerrieben hat, die hat ein ganz besonderes Aroma. Und das brauchen wir jetzt. Das lassen wir kurz einwirken. Ja, dieses Jahr auf der Stewa heißt es Stay at Home. Und damit wir aber auch diese Atmosphäre mit nach Hause nehmen können, habe ich hier was vorbereitet. Dann habe ich hier einen super Ventilator vorbereitet und wir kriegen das ganze Aroma auch nach Hause. Du musst mal schauen, dass die Tür aufbleibt. So, vielleicht zeige ich euch morgen den nächsten Trick. Schicke ich euch dann wieder oder schaltet mit ein.
ja, das mögen halt nicht alle. Also vielen Dank, Tim, für dieses mega, mega coole Video. Ich habe mich zu Tode gelacht. Aber ihr Lieben, bitte macht das nicht zu Hause nach. Eure Eltern, die werden es nicht so lustig finden, da bin ich überzeugt. Und eine kurze Frage an dich, Tim. Also wenn ich das zu Hause gemacht hätte, meine Frau, die hätte mich rausgeschmissen. Die Frage ist, ist bei euch zu Hause noch alles in Ordnung oder habt ihr gerade eine ganz große Ehekrise? Ja, vielleicht magst du es ja mal in die Kommentare reinschreiben. Ja, jetzt noch ganz liebe Geburtstagsgrüße an zwei Personen. Eine Person, das ist der Lukas, ich glaube aus Landshut bist du. Lukas, Happy Birthday, ich wünsche dir alles Gute und Gottes Segen. Und die zweite Person ist, wie war sein Name nochmal? Ah ja, der Roman. Roman auch, alles Gute, Happy Birthday für dich. Und ja, zum Schluss nochmal vielen Dank an all die Bilder, an all die Videoclips, an all das, was ihr auch über Instagram, über Facebook gepostet habt, dass ihr diesen Hashtag verwendet habt, den ihr gerade nochmal eingeblendet seht und dass ihr auch immer Adventjugend Bayern verlinkt, damit wir sowas auch immer weiterleiten können. Da tut sich momentan mega viel und das ist richtig cool. Das macht richtig Spaß, da zuzuschauen. Das große Thema dieser Stewa, die Überschrift darüber ist das Thema Brücken verbinden. Und wir haben dieses Thema ja ganz bewusst ausgewählt. Gerade jetzt zu dieser, zu dieser Corona-Stewa. Corona hat dafür gesorgt, dass wir keine Stewa wie gewohnt und wie geplant durchführen können, sondern eine Stewa wie zu Hause. Aber uns war es wichtig, dass wir spüren und verstehen, dass wir trotzdem nicht alleine sind. Dass wir einander haben. Dass wir verbunden sind miteinander. Und weit über das Internet hinaus. Und deswegen finde ich das mega und richtig cool, dass wir diese Stewa 2020 nicht nur jeder alleine zu Hause für sich, sondern wir alle gemeinsam miteinander feiern und erleben können. Heute Nachmittag habe ich mich mit Tise und mit Matze über Knoten unterhalten, unter anderem. Die beiden haben uns dann Knoten beigebracht, jeweils. Und als ich so über den Tag nachgedacht habe, da ist mir ein Bibeltext dann eingefallen. Den möchte ich mal teilen. Und zwar heißt es hier, Prediger Kapitel 4, Vers 9, zwei Personen sind besser dran als ein Einzelner. Vers 10, denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Es geht dann noch ganz spannend und ganz cool weiter, aber er endet dann mit dem letzten Satz, dann heißt es, und eine dreifache Schnur, das ist die Rede von einem Stück Seil, eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerreißen. Eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerreißen. Naja klar, eine Schnur oder ein Seil besteht oft aus mehreren Teilen, die ineinander verwoben sind. Und eine einzelne ist viel leichter zu zerreißen, aber dadurch, dass sie zusammen sind, ist es viel stabiler. Und genauso ist es auch mit uns Menschen. Wenn wir verbunden sind miteinander, dann sind wir viel stärker, weil wir einander brauchen. Weil es wichtig ist, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir noch jemand anderen haben. Es gibt eine Geschichte, die ich euch erzählen möchte. Eine Geschichte aus meiner Vergangenheit. Und zwar war ich ungefähr 6 oder 7 Jahre alt, als ich das erste Mal in eine Adventgemeinde, in eine Kirchengemeinde hineingegangen bin. Ich kann mich noch gut daran erinnern, an diese 3 Holzstufen, die ich hochgegangen bin, die mich meine Mutter dann in diesen Kinderraum hineingesteckt hat. Ihr müsst wissen, ich war früher der ängstlichste Mensch auf diesem Planeten Erde. Und auch in dieser Situation wusste ich auch nicht, was soll ich jetzt mit den Leuten reden. Ich war einfach unheimlich ängstlich. Aber es waren dann ein paar Kinder da drin und die haben dann irgendwann mit mir das Gespräch angefangen. Wie alt bist du, wie heißt du und so weiter. Und dann, sehr schnell, kam dann irgendwann die folgende Frage. Und zwar hat dann eine Person gefragt, sag mal, kannst denn du schon lesen? Ich habe dann so gesagt, naja, ich bin jetzt schon in der ersten Klasse, aber ich konnte schon ein paar Buchstaben, naja, lesen, nee, konnte ich noch nicht, nein, kann ich nicht. Er sagte daraufhin, naja, also ich bin in der 2. Klasse und ich kann schon lesen. Naja. Und dann hat sich noch ein anderes Kind gemeldet und hat dann gesagt, naja, also ich kann auch schon lesen, aber ich bin noch gar nicht in der Schule. Das war für mich in der Situation extrem peinlich. Das war für mich so schlimm, ich meine, jetzt können wir drüber lachen und finden die Situation vielleicht auch goldig oder süß, aber es war für mich so schlimm, dass ich mich bis heute daran erinnern kann. Aber dann ist Folgendes passiert. Es kam von hinten ein großer Junge rein. Der war schon viel älter. Und er hat das irgendwie alles mitbekommen. Und er hat sich dann auf meine Seite gestellt und hat dann an diesem Tisch ein Blatt Papier genommen, hat darauf etwas geschrieben und hat dann
dieses Blatt umgedreht, zu den Kindern gehalten und die dann gefragt, könnt ihr denn das lesen? Ich habe keine Ahnung, was er drauf geschrieben hat. Ich habe keine Ahnung, ob er Englisch geschrieben hat oder ob er so eine Sauklaue hatte. Aber alle haben gesagt, nee, das kann ich nicht lesen. Ist auch völlig egal, was da drauf stand. Ich weiß es bis heute nicht. Aber wichtig für mich war, dass es hier einen Jungen gab, der gesagt hat, dieser Typ hier, der Böni, der Martin, der gehört zu mir. Der gehört herhin. Und das war einer meiner ersten Erlebnisse verbunden mit der Gemeinde, mit der Kirche, mit der Gemeinde Gottes. Ich habe noch viele schöne Abenteuer erlebt in der Pfadfinderei, mit in der Jugend und in vielen anderen Bereichen in der Gemeinde. Und ich bin so dankbar, dass ich diese Menschen habe und dass ich diese vielen Erlebnisse erlebt habe. Ihr Lieben, ich möchte euch motivieren und euch einladen, dass ihr immer wisst und versteht, dass ihr solche Menschen habt, aber dass ihr auch jemanden für andere seid, dass ihr da seid für andere Menschen. Dass auch ihr anderen den Rücken stärkt, dass ihr auf den Rücken haut und sagt, Junge, du gehörst zu mir. Denn wir brauchen einander. Und ganz zum Schluss ist die vielleicht die schönste Botschaft, dass nicht nur wir einander haben, sondern dass wir auch Gott, unseren himmlischen Vater, auf unserer Seite haben. Auch wenn es mal dunkel ist da draußen, wenn es mal nicht schön ist und wenn wir Schwierigkeiten haben und Nöte, dürfen wir trotzdem darauf vertrauen, Gott ist da. Ihr Lieben, ich möchte gerne euch einladen, ein Gebet zu sprechen. Großer Gott, himmlischer Vater, wir danken dir für diese Stewa. Zwar von zu Hause, aber trotzdem, sie ist genial und wir sind sehr dankbar für das, was wir hier genießen und haben können. Großer Gott, ich möchte dich bitten, dass du uns immer zeigst, dass wir nicht alleine sind und dass wir in den schwersten und auch schwierigsten Momenten immer verstehen, es gibt da jemanden, an den wir uns wenden können. Aber hilf uns auch, dass wir Menschen da sind für andere, dass wir da sind und dass wir ihnen zeigen können, dass sie auf uns vertrauen können. Großer Gott, hab Dank, dass du bei uns bist, in jeder Stunde, in jeder Sekunde, in guten, aber auch in schlechten Zeiten. Hab Dank, Herr, in Jesu Namen. Amen. Ja, ihr Lieben, der Tag geht zu Ende. Und was erwartet morgen auf euch? Morgen wartet auf euch wieder um 10 Uhr ein ganz tolles Thema. Es geht in den Wald. Und da gibt es 3 wunderschöne Challenges zur Auswahl. Ich verrate noch nicht viel mehr, aber es wird wirklich gut. Und am Nachmittag, wie schon angekündigt, eine Diskussion, ein Gespräch um 14.30 Uhr mit Ruben Greco. Und den Tag wird abschließen die Dagmar. Und ja, das war's für heute. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen guten Abend. Und ich widme mich jetzt meinem schönen Lagerfeuerchen.